Hallihallo, Hallöchen, Cyrus und SCB wieder für euch am Rumnüppeln. Jawohl, wir sind kurz vor den Stufen. Oder auf den Stufen. Ja, je nachdem. Dann lass uns doch einfach mal die Stufen raufgehen. Oder runter. Was uns erwartet. Auf geht's. Das scheint die Spitze zu sein. Ja. Kabel, Dampf, Maschinerie, Blackguard, was zum Henker? Dominus. Oh. Ach du meine Güte. Irgendein Imperator da. Ja. Oh, der hat das gleiche kann wie ich. Oha, Wirbelstürme. Wow. Wir müssen den Magier ausschalten. Ach Gott, das ist auch noch ein Oranger. Totems sind hier auch noch. Ach, der stellt die auf. Mann. Ach, der da. Der Draconis Flame Brunch. Genau. Oleg. Der Oleg hat mich niedergemetzelt. Brauchst du einen Portal? Nee, geht. Ich setze hier unten auch noch eins zusätzlich. Ach du meine Güte, hier sind drei Orangene. Oh, ich habe hier einen unten, der ganz alleine. Den versuche ich mal jetzt heimlich still und leise. Wow. Hattest du irgendwo ein Portal angestellt? Okay. Vielleicht später. Wow. Warum bin ich hier durchgelaufen? Also ja. Warum bin ich wieder unten? Du bist wahrscheinlich durch deins gelaufen. Ja, weil deins immer weg war. Also. So. Man kann auch immer wieder, solange einer noch da ist, durch das Ding wieder fliehen. Dann ist man komplett voll wieder. Ah ja, stimmt, genau. Hallo, hattest du einen getötet von dem? Ja, so ein bisschen, die... bei Diablo 2. Der Berg, Ariad. Ach so, die Weisen. Ja. So, der Draconis tötet mich zuerst. Einen habe ich weg. Na toll, wieder die ganze scheiß Dreckserfahrung bekommen. Ach, diese Schocktante lässt hier die ganzen Totems stehen. Wo sind die? Ach hier. Was sind das? Vier? Ne, das waren drei. Ein Feuertyp, ein Schocktyp und dann Prätorianer. Einer herum, oder? Alter, Alter. Das wäre der Draconis, Mensch. Alter. Autsch! Aber was halt so schön ist, haben wir hier noch ein paar Champignons. Das ist echt eher Durchgesterbe. Au. Ach, hier ist noch mal eine. Siehst du, hier ist die vierte. Alal the Terrifying. Alal Amcha. Da ist ja ein... Alle die, die wir übersehen haben, oder was ist los? Nee, die kommen gerade und werden noch hergestellt gerade, teilweise. Ja, der sendet die jetzt hintereinander mehr oder weniger gegen uns. Kali the Crazed. Ja, dann die geht doch relativ einfach. Ja. Hier Orcus the Reaver. Oh! Na, hör auf zu drehen. Have you ever seen the true face of God exiled? Die! Aber es ist ganz gut, dass hier so kleines Zeug kommt. Aua. Wie uncool. Wow. Das ist so wie von Diablo, der rote Todesstrahl. Ey, du hast keinen Wegpunkt mehr. Ich hab keinen Wegpunkt mehr. Ich hab jetzt einen. Wow. Alter Verwalter. Au, was ist das denn? Ach. Jetzt hat er ungefähr 20 so Selbstmordtypen geschickt. Ja, so, kann man hier irgendwo was abschalten oder so? Meinst du diese Apparatur? Ja, ist er, weil.
Stimmen sind eigentlich nur die, die Selbstmord begehen. Ah, da sitzt sie schon wieder. Kann man die vielleicht in ihn reinjagen? Das Ding soll ein High Templar sein? Oh, Kacke. Also, möglicherweise wird sich die nachfolgende Sendung um einige Minuten verzögern. Wow. Was ist das denn hier, ey? Das war so Nikolaus? Das sah wirklich so aus gerade. Vorsicht, wow. Da musst du aufpassen. Wow. Wir müssen die Umgebung gegen ihn nutzen. Ach, toll. Autsch. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Bewegungsabläufe von ihm studieren. Damit man sieht, wann er was macht. From God, alles klar. Jetzt muss ich weg. War gar nicht so schlimm diesmal. Hui. Oh. Ich muss aufpassen. Oh, auf meine HP. Ich soll meine Aura vielleicht noch anschmeißen. Oh, ich soll sterben. Vorsicht, das ist so ein Fluch. Nee, ich meinte eigentlich den Selbstmordtypen, der dir entgegengerannt ist. Ach, jetzt hat er schon wieder seinen Scheiß Schild aufgeladen. Das Schild ist One-Hit. Ui. Ja. Ah. Ist noch ein Big Punkt da? Mhm, ist da. Oh. Aua, da sollte man nicht drin stehen bleiben. Ne, die slowen einen, die Sache. Wow. Hui. Iiiihihihi. Wenn er auf dich Argo hat, ist das ganz gut. Ah, jetzt ist es wieder blöd. Wow. Oh. Wow. Vorsicht, du hast ein... Ich hab... Nö. Problem hinter dir laufen. Hui. Oh, da bist du. Ah, skip, Bro. Ach, Alter. Der ist heftig, der Typ. Na ja, man hat schon die Hälfte. Und der Typ nennt sich echt High Templar. Uha. Buh. Noch Portal da? Ja, ja, ist alles noch da. Ich nehme immer dein Set, deswegen. Achso, cool. Oh cool, der scheint wenigstens auch diese Zombies in die Luft zu jagen. Ich glaube meine Klauen sind viel zu schwach, ey. Also ich sehe, dass du die hier diese Totems One-Hittest. Oh, nur wenn ich kritte. Ich habe ja einen so abartig hohen Crit. Ui. Was
bist du denn von mir, Digga? Oh. Ach, wo ist er jetzt? Die. Hi. Hey, du, schon ganz schön viele Teile von dir. Ja, ist doch so ein gutes Ziel, ist schwer zu übersehen, weißt du? Mhm. Stillhalten! Jetzt wollt ihr wieder den Scheißschild aufladen. Aua, ich laufe natürlich direkt rein. Aua, aua, aua. Ah, immer wenn man dieses Symbol drauf hat, ist man quasi... Autsch, tot ist man dann quasi. Das ging aber schnell. Wow! Was war denn das gerade? Wir haben ihn gleich, er hat mich gleich. Ah. Ich glaube, er ist an meinen Dornen verreckt. Ich habe ihm gerade noch, wie du siehst, gerade einen Pfeil in den Arsch geschossen. Uiuiui. Interessanter. Ach, es ist noch nicht zu Ende. Nö. Halt so schön war. Oh. Und die Maschine ist auch noch. Immer noch an. Ja. Vor allem, er scheint auch Leichen fressen zu können. Ah! Oh, Spiel! Es regnet irgendwie Blut, kann das sein? Ja. Ich bin daran gestorben. Am Blut? Ja. Ach so, jetzt sehe ich's. Jetzt weiß ich, was du meinst. Kann man dem ausweichen? Muss man da vielleicht in dem Kreis da stehen bleiben? Aua, was denn du? Hochteleportiert worden. Ne, jetzt hat's aufgehört. Jetzt wird's wieder. Naja. Ne, im Kreis ist tatsächlich. Ah, wenn man drin bleiben würde. Ja, du musst echt in diesem verfickten Kreis bleiben. Der einen Schaden drückt. Statistik wieder ins Unnormale. Ah, ins Unendliche. Auch nicht schon wieder. Vor allem solange er eben doch hier ist, zwingt er uns drin zu bleiben damit. Mhm. Ah, sehr gut aufgehört. Bereite ich mir so viele Kopfschmerzen oder warum? Du hast ja wenigstens Leben auf Treffer, wa? Mhm. Oh, der verteilt aber richtig heftig Blutung, wenn er mal trifft. Anstrengend. Es regnet wieder Blut. Ja. Ich brauch schon einen Blutungsdeck. Oh, das war zu viel. Da konnte ich nicht mehr gegenhalten. Finde ich einfacher als die Form davor. Ja, findest du? Mhm. Also gut, ich kann mich hier besser, bei dem kann ich mich besser gegenheilen.
Beziehungsweise ich kann ihm ausweichen. Sollte ich eigentlich auch können. Aber irgendwie kann ich es doch nicht. Der Kerl soll aufhören, mich anzukotzen. Das kotzt dich an, oder? Ja. Hat er auch gerade Perma-Agro auf mich, oder wie? Ich wäre, würde ich auch Perma-Agro auf mich haben. Beschleuniger! Naja, hier hinten ist gut. Ich werde nicht so viel angegriffen. Ah. Ja. Jetzt nicht sterben, jetzt nicht sterben. Oh. Alter. Die Curveball. Ja, jetzt muss man erstmal schauen, wer ist denn das da oben? Ah, die war da. Ach, die. Ach, jetzt kommt sie, oder was? Was habe ich denn alles bitte eingesammelt? Da hinten ist ein Superior Recurve Bow. Ja, Recurve. Das, was ich hier habe, ist ein Decurve Bow. Achso, da sieht doch keiner mehr durch. So, was liegt da oben? Superior Recurve Bow. Full Leather. Das nehme ich. Sage Rope. Die Sage Rope war gar nicht mal so stark. Kann man trotzdem verkaufen. Velvet Gloves. Growth Bow. Ah, wo? Nicht bei mir. Aber blau. Achso. Was ist denn bitte ein Sekam? Okay. So. Talken wir mal zu Lady Diala. Du stehst mir genau im Weg, so. You have mounted the summit of the world, not a cockroach. You have crushed the pretending emperor and scourged Rayclast of his parasitic dreams. Dominus exiled you, left you naked and alone in the palm of death. But you refused to die. You embraced death and generously shared it with all those that stood in your way. You cut your path, step by step, kill by kill, across this corrupted continent. And not once did you forget what you were. Not a cockroach feeding on the corpse of a dead empire, like the pests you crushed as you walked. You are a woman. What meager and twisted life it still holds dear. This land owes to you, Ranger. You have earned its gratitude. No, more than that. Oh. You have earned Rayclast's eternal love. Uh-huh. Rock and roll! Ja. Damit haben wir dann die Story beendet. Okay. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir. Dollar Abspann. Du weißt mal weg. Ist jetzt natürlich die Frage, ob wir. Weitermachen. Oder ob wir das Projekt als Bandit ansehen. Hm? Ich frage mich gerade, ob wir das Projekt als Bandit ansehen oder nicht. Aber. Ich weiß nicht, ob die Story jetzt so einen großen. Wiederspielwert hat. Du bist sehr leise und sehr ruckelig. Ich höre mich sehr deutlich an. Ich höre dich auch sehr deutlich. Mach mal den Abspann weg. Warum? Ist doch cool. Jetzt ist glaube ich besser. Ich habe ihn immer noch laufen. Lass mich in Ruhe. Ah ja, der Rocksong scheint auch Exile zu heißen. Können wir noch irgendwie
schöne Artworks im Abspann. Ja, wir würden das Projekt jetzt eigentlich als beendet ansehen, weil wir die Story mehr oder weniger knapp geschafft haben. Aber ich hab nicht mal gewusst. Ja, ziemlich cool. Jo. So schaut's aus. Noch irgendwas Schönes, was hier rumliegt? Nee, ich guck auch noch, was ich noch verkaufen kann. Und dann. Ich glaube, jetzt sind wir auch bereit für. Ah, da ist glaube ich sogar schon das entsprechende Portal dahin, oder? Ich jetzt. Cool, das ist die nächste Stufe, genau. Ja. Ja, genau. Das ist wieder die erste Map, Twilight Strand, mit dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Ja, ist die Frage. Machen wir da weiter oder beenden wir das Projekt jetzt? Ich würde sagen, es ist bestimmt spannend zu sehen, wie der nächste Schwierigkeitsgrad aussieht. Wie wir jetzt durchsterben, oder was? Ja, vielleicht sollten wir erstmal nur farmen eigentlich. Ja, das sollten wir aber offscreen machen, wenn überhaupt. Ja, natürlich. Weil das dürfte eventuell nicht so interessant sein, denke ich. Nicht weniger interessant als sonst auch. Gut, meine Freunde. Dann haben wir das jetzt beschlossen. Onscreen, dass wir das Projekt fortsetzen werden. So ist das. Auf der Stufe Cruel. Oh yeah. Und wir sehen euch dann in der nächsten Folge. So sieht's aus. Tschüss. Und weg ist der Kerl.